So, jetzt ist mein Ansatz fast hinüber. Ja, das kann ich dir nur empfehlen. Immer mal wieder ein bisschen Mundgymnastik zwischendurch. Das ist Hochleistungssport für deine Mundmuskulatur. In diesem Video übe ich heute ein Stück von Russell Patterson, ein Trio für Saxophon, Violine und Klavier, was ich bald spiele, und kommentiere mich ein bisschen selbst dabei. Ja, das ist der erste Satz und wenn du dich ein bisschen mit klassischer Musik auskennst, kommt dir dieses Stück vielleicht so ein bisschen bekannt vor. Es orientiert sich nämlich an einem ganz, ganz berühmten Klaviertrio von Maurice Ravel, französischer Impressionist. Und das Stück ist so ein bisschen ein Tribute für dieses Trio. Und der Anfang ist sehr filigran, sehr weich, zusammen mit der Violine zu so ganz getragenen Harmonien im Hintergrund vom Klavier. Und ja, wenn ich das so höre, ist mein Klang so ein bisschen zu dünn. Ja, das Vibrato macht den auch so ein kleines bisschen tief, wenn ich das jetzt höre. Mal ab und zu auf den langen, hohen Noten kannst du das hören, dass es zu sehr wimmert und dann wird der Ton tief. Das kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich heute neue Blätter eingespielt habe und das ist noch ein bisschen leicht, das Blatt. Bei der Tiefenlage funktioniert es gleich besser. Ja, die spricht schön weich an. Klingt relativ voll. Schwierige Stelle. Cis. Tiefe Lage, hohe Lage und ganz hohe Lage. Ja, Intonation ganz oben und auch diese Sprünge. Das hört man noch viel zu viel. Triller auf dem Saxophon. Da ist immer Alarmbereitschaft angesagt. Na, das ist eine schöne Klangfarbe. Das gefällt mir sehr gut. Bisschen nach vorne drängend. Agogik. Der erste Lauf. Da sind ein Haufen Kreuze drin. Und ich rhythmisiere das ein bisschen. Ganz konsequent wäre natürlich jetzt, das Metronom damit anzustellen. Ja, du siehst, das ist ein Triller von G zu A. Ringfinger, linke Hand. Und du merkst, dass mein ganzes Handgelenk mit dabei vibriert. Ja, ich gehe also aus dem Finger raus, irgendwann ins Handgelenk, weil ich so schneller trillern kann. Ja, hier hört man wieder ganz deutlich, dreht sich alles um den Ton Cis. Die Intonation ist nicht so gut an der Stelle. Ja, und hier ja, habe ich gut mitgezählt, weil das ist ein 9/8-Takt, der sich manchmal so ein bisschen merkwürdig aufteilt. Hier probiere ich den Triller zu entwickeln. Ich fange langsamer an, ja, und mache immer nur kleine Abschnitte, damit der Muskel auch nicht so schnell müde wird. Also ein bisschen aus dem Nichts kommen. Da hört man wieder oben die hohe Lage. War ein bisschen tief. Jetzt stimmt das Cis hier besser. Agogik nach vorn. Ah, das ist sehr hoch. Hier sind wir beim Fis schon angekommen. Cis, Fis, Dis.
ziehe ich mal ein bisschen raus, weil es generell ein bisschen hoch war. Und jetzt experimentiere ich ein bisschen mit Korrekturgriffen und du siehst mein Handy dort liegen. Sollte man nicht sofort machen, aber ich schaue mal nach, wie die im Stimmgerät so liegen. Na, vielleicht fällt dir das auf. Das ist für mich immer wieder beim Üben eine Herausforderung, weil ich sehr viel mit Vibrato spiele, dass ich das dann auch mal bewusst weglasse beim Intonation üben. Ja, jetzt ist es ohne Vibrato. Das ist natürlich sehr wichtig, damit du hörst und genau die Töne ausstimmen kannst. Und hier gibt es eine Reihe von Korrekturgriffen, die ich nutze. Fürs Fis, fürs Dis, fürs E, fürs Cis. Weil diese Lage fast auf allen Saxophonen, gerade wenn man es nicht zu laut spielt, relativ hoch ist. Ja, mit Energie, mit Richtung, phrasiert. Und die Bindungen noch mit eingebaut. Das Cis da unten knallt ein bisschen zu sehr raus. Besser. Ja. So, das Stück hat insgesamt 4 Sätze und ein Satz ist auch angelehnt an den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der auch einige Klaviertrios geschrieben hat, die sehr, ja, wie kann man das sagen, sehr ausdrucksstark sind. Schostakowitsch hat ja so einen ganz eigenen Stil und wo es sehr zwischen lyrischen Stellen, aber auch zwischen dramatischen, ekstatischen Ausbrüchen schwankt. Und ja, das Trio, das siehst du schon, ich murks hier so ein bisschen an meinem Blatt rum, damit der Effekt kommt, der hier drin steht. Das beginnt im Saxophon mit Slaps. Ja? Und ich habe hier nicht das passende Blatt dazu. Also es funktioniert noch nicht so gut, da muss ich mir noch ein besseres Blatt dafür auswählen und ja, vor allen Dingen auch wieder Slap-Tongue üben. Ja, so eine typische Schostakowitsch-Stelle. Kontrastierend erst diese Achtel und dann diese langen Linien. Ja. Die Bindung kommt noch nicht ganz sauber hier. Sehr strahlender Klang, das ist ganz gut. Hier muss ich gut aufpassen auf die rhythmischen Werte, weil manchmal sind es 16, dann sind es auch ab und zu 32. Ja, schön, wie der verklungen ist da der tiefe Ton, das ist ganz gut. Das mache ich mit Subtone. Jetzt setze ich mir so ein bisschen einen Klick auf die 1, das besser wahrzunehmen. Weicher Einstieg jetzt auf dem C. Mal sehen, wie das funktioniert. Leider nicht. Immer noch nicht. Schon besser. Ja, was ich hier mache, ist so ein kleiner Trick. Vielleicht kennst du den. Ich lasse die Klappen mit poppen. Also ich greife quasi eine tiefe Note. In dem Fall beim C greife ich die F-Klappe mit hinzu. Das ist der tiefe Ton, besser anspricht. Muss man auf meine rechte Hand achten, wenn ich das gleich nochmal spiele. Jetzt markiere ich mir, glaube ich, die Rhythmen. Nämlich einmal sind es 16, einmal sind es 32. Ich mache sogar mit der linken Hand diesen Keyhop mit. Innerlich nochmal den Rhythmus überprüfen. Wie schnell sind 16, wie schnell sind 32? Das ist im Tempo 160.
musst du das ganz klar haben. Die 16 sind noch nicht ganz sauber. Der Lauf da. Der ist noch zu schnell für mich. An der Stelle erkennt man super, dass das ein Saxophonist ist, der Komponist, weil er hat dort eine 16. Pause geschrieben, dass man so ein bisschen den Absprung schafft zu dem hohen Flageolet, also dem hohen Topton da. Sonst wäre es nämlich noch ein bisschen schwieriger. Besser. Wobei die Bindung von F zu G, ja, aus der normalen Lage in das Top-Tone-Register noch nicht ganz gut ist. Besser. Jetzt fummel ich ein bisschen an meinem Blatt rum, um zu schauen, ob ich den Sound da in der hohen Lage noch ein bisschen fetter bekomme. Wahrscheinlich habe ich das Blatt ein bisschen nach vorn geschoben. Ah, das ist vom Atmen her gar nicht so ohne, diese Stelle da. Abtakt 578. Intonation auf dem G. Besser. Nicht gut mit dem Metronom zusammen. Besser. Die nächste Stelle unten. Ah, da siehst du jetzt, wie ich meinen Bleistift zücke und mir auch erstmal die Töne reinschreibe, weil das schon nicht so ganz gängig ist. Also das merkt man auch wieder. Hier ist ein Saxophonist am Start, der hier komponiert hat. Das ist sehr hoch. Also C, B im Flageolet-Register ist schon eine Nummer. Da kommt sogar noch ein D hinzu. Und ja, das macht auch Sinn, die erstmal eine Oktave tiefer zu spielen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Schauen wir mal. Um erstmal so eine Referenz zu kriegen, wie das klingen muss. Weil die auszustimmen da oben, jetzt auch ohne den anderen Instrumenten, das ist natürlich nicht so ohne. Genau. Ich spiele erstmal unten die Töne, um ungefähr eine Referenz zu haben. Zu tief. Ja, bin ich ein bisschen auf der Suche. Ich habe so meine Flageolet-Griffe. Und hier suche ich den, der hier am besten passt, der am besten kommt und der natürlich auch am besten stimmt. Der war gut.
Ja, du merkst, das ist ein ziemliches Ausloten hier, dieser hohen Lage. Mit Obertönen versuche ich hier so ein bisschen meinen Ansatz wieder zu lockern und nicht zu viel im Prinzip mit den Lippen zu machen. Ja, man ist dann immer sehr im Drücken auch drin und muss immer schauen, dass man die Obertöne schön mit dem Hals im Rachen hinten steuert. Mal die Intonation gecheckt. Wobei ich die Griffe nicht nehmen kann, weil die intonatorisch sehr, sehr unsauber werden. Und das kommt aus der Naturtonreihe im Prinzip. Die sind einfach nicht so sauber, wie sie sein sollten. Nächsten Abschnitt zeige ich dir nochmal, wie ich die hohe Lage nochmal ein bisschen mehr übe. So, ich warne dich jetzt schon mal vor, jetzt wird es nicht ganz so schön, aber es ist der harte Weg, die hohe Lage zu trainieren, zu üben. Na, du siehst da oben große Oktavsprünge. Wir haben immer G, G und dann das hohe G und dann G, G bleibt und dann kommt Gis, B und so weiter. Ich glaube, bis zum Cis, bis zum D geht es hoch. Ja, und das ist natürlich eine extrem hohe Lage auf dem Saxophon. Und du siehst, es ist dreifaches Fortissimo, also extrem laut. Und es hat mehrere Schwierigkeiten, das zu kontrollieren. Erstmal die Lautstärke zu kriegen und dann natürlich auch, dass es stimmt. Und diese extreme, ja, also diese Leidenschaft, die natürlich im Sound drin sein muss. Ja, und wenn du die Musik von Schostakowitsch kennst oder dir mal was anhörst, ich empfehle dir zum Beispiel 5. Symphonie, 7. Symphonie, auch sein Klavierquintett. Das sind unglaublich intensive Erlebnisse, ja, in denen immer diese extremen Lagen eine ganz große Rolle spielen. Hat zum Beispiel auch so extreme Instrumentationen zwischen Piccolo-Flöte und Kontrafagott oder Tuba, die da irgendwie zusammen agieren. Oder Bassklarinette ist auch ganz oft so eine sehr, sehr schöne Farbe bei Schostakowitsch. Also es geht immer um Kontraste und extreme Gegensätze in dieser Musik. Und ja, ich versuche das jetzt hier mit dem Stimmgerät, das liegt da auf meinem Pult rechts unten in der Ecke, da wirklich erstmal ein Gefühl für die hohe Lage zu bekommen. Ja, immer wieder die Referenztöne unten. Ohne Vibrato weitestgehend. Erstmal zu schauen. Ja, dass es natürlich übers Ohr geht, also dass du es vom Hören her auch steuern kannst, aber auch nochmal die Kontrolle. Muss auch mal sein. Auch die Kontrolle durch das Stimmgerät hast, wo du natürlich sofort den Ausschlag hast. Wobei ich auch schon, wenn du hohes E, F oder Fis oder so, die reguläre Lage noch auf dem Saxophon spielst, kleine Änderungen da machen so einen großen Unterschied. Das wirst du merken. Und umso höher du kommst, auch in dieser Top-Ton-Lage, nur eine winzige Veränderung an der Lippe oder im Rachen und du bist schon bei 20 Cent zu tief oder zu hoch. Umso höher du kommst, umso größer werden diese Schwankungen da. Ja. Was ich probiere, ist hier auf Tonstabilität zu gehen und extrem mit fokussierter Luft diese Töne natürlich erstmal stimmen zu finden, zu treffen und dann zu halten und zu trainieren, das zu re
zu reproduzieren. Ja, und ich probiere immer natürlich auch erstmal ein bisschen extremer fallen zu lassen. Auch immer mal die Griffe variieren. Also ich habe meine festen Altissimo-Griffe, aber das heißt natürlich lange nicht, dass die immer richtig stimmen. Also die stimmen ungefähr, aber trotzdem muss man noch viel ausbalancieren. Und was ich jetzt hier nicht üben kann, beziehungsweise könnte ich das, wenn ich zum Beispiel ein E-Piano mit zur Hilfe nehmen würde, wie ist das mit anderen Instrumenten zusammen? Ja. Die große Herausforderung wird hier, das noch mit Violine und dem Klavier auszubalancieren. Ja, der Versuch nochmal den Rachen auch so ein bisschen flexibel zu machen mit ein paar Obertönen. Und ich weiß nicht, ob man das so gut wahrnehmen kann hier im Video, aber ich versuche, die relativ leise zu spielen. Na, jetzt gerade nicht. Jetzt versuche ich es einmal durchzuspielen. Und immer wenn der Ton so wegbricht, dann ist das ein Zeichen für zu viel Druck. Na, ich habe zu viel Druck auf der Lippe hier. Und presse dann zu. Es ist auch wichtig, dass du hier immer wieder Pausen machst, wenn du dich in diese Lage wagst, weil irgendwann die Lippe einfach, beziehungsweise der Ansatz dort oben nachgibt. Ja, und dann hast du keine Chance mehr, das richtig zu kontrollieren. Also immer mal auch was anderes zwischendurch wieder spielen, was anderes üben, die Lippen mal ausblubbern. So, jetzt gehe ich zum Beispiel weiter. Das kann dann noch viel mehr Akzente vertragen. Typisches Schostakowitsch-Motiv aus seinem Trio. Ich spiele leider die ganze Zeit eine falsche Note. Jetzt. Accelerando, es wird schneller. So, jetzt ist mein Ansatz fast hinüber. Ja, das kann ich dir nur empfehlen. Immer mal wieder ein bisschen Mundgymnastik zwischendurch. Das ist Hochleistungssport für deine Mundmuskulatur. Aktives Greifen. Du siehst hier Presto, halbe 152 und eine Achtel Quintole. Ah, das ist sehr rasant und alles andere als rhythmisch, wie ich das gerade spiele. Ah, es ist kein konzentriertes Üben an dieser Stelle. Das ist einfach nur erstmal die Geste reinbekommen. Ja, und auch wieder hier diese letzte Zeile, typisch Schostakowitsch. Nochmal so ein Aufbau, Tonrepetition bis zum Fortissimo, dreifachen Fortissimo und am Ende sogar noch so ein Glissando, Forzatissimo. So, das war's mit meiner Übesession. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Bis zum nächsten Video.